Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ich stehe hier gerade auf der weltgrößten Immobilienmesse der Expo Real in München vor dem Aachener Stand, den wir uns mit vielen anderen Partnern aus der Region teilen. Sowohl die kommunalen Partner, aber auch private Unternehmen sind hier vertreten aus der Region. Und wir nutzen die Möglichkeit, diesen weltgrößten Markt auch anzusprechen für gute Projekte aus dem Kreis, vernetzt zu arbeiten. Wir haben uns sehr gefreut, dass Ministerinnen wie Frau Neubauer und Frau Scharnbach uns hier besucht haben, dass wir die Chance hatten, in einem hervorragend besuchten Forum auch das Projekt Mobilität aus Altenhofen hier mit einbringen zu können. Und es lohnt sich, den Weg hier anzutreten. Wir sind sehr dankbar, dass nahezu alle Städte und Gemeinden aus dem Kreis Düren hier mit einer Delegation vertreten sind, weil die Möglichkeit, so gut und vernetzt zu arbeiten, gibt es nur im Rahmen dieser Messe. Und insofern hoffen wir, dass wir am Ende der Messe gute Ergebnisse für unsere Region vermelden können. Ja, die Erkenntnis ist natürlich, dass im Moment der klassische Immobilienmarkt schwieriger geworden ist, weil die Zinsen sind gestiegen, Kapital ist damit auch ein Stück weit schwieriger zu erreichen. Auf der anderen Seite gibt es ganz interessante Projekte, die wir speziell in unserer Region anbieten können, weil das haben wir gelernt. Es gibt keine Region, die spannender ist in Deutschland als unsere. Wir sind mitten im Transformationsprozess. Da, wo heute die Braunkohlebagger arbeiten, wird es irgendwann Seeflächen geben. Und die Immobilienbranche, die schaut schon lange ins Voraus. Und wir haben gemerkt, dass wir ein enormes Interesse für unsere Region bundesweit, ja, man darf sagen, sogar weltweit hier auslösen konnten. Wir haben viele hervorragende Gespräche geführt. Viele wollen mal in die Region kommen, sich das vor Ort anschauen. Und deshalb hat sich die Nutzung dieses guten Schaufensters hier schon gelohnt.